Neben der berühmten Madonna im Grünen besitzt das Kunsthistorische Museum weitere Gemälde Raffaels. Eines zeigt die heilige Margarete, eine der 14 Nothelferinnen nach dem Sieg über einen Drachen, Symbol des Teufels und seiner Versuchung. Raffaels Heilige ist in ihrer Monumentalität beinahe einzigartig. Die besondere Wertschätzung, die dieses Gemälde erfuhr, zeigt sich auch darin, dass es Erzherzog Leopold Wilhelm in den Galeriebildern von David Tenier als Prunkstück darstellen ließ. Es stellt die heilige Margarete dar, im Augenblick ihres Sieges über die Verführung. Die schöne Adelstochter Margarete von Antiochien, so die Geschichte, wurde vom Präfekten Olybrius umworben, sie sollte ihn heiraten. Margaretes strenger christlicher Glaube jedoch widerstrebte diesem Ansinnen. Der Olybrius konnte ihren Glauben aber nicht akzeptieren und sie weigerte, den Christentum abzuschwören. Aus diesem Grund ließ der Olybrius die Margarete einsperren und foltern. Trotzdem blieb sie standhaft und sie überlebte auch die letzte Versuchung, und zwar vom Teufel selbst, der in Form eines Drachens erschienen war. Es ist fürwahr der triumphierende Moment des Sieges, in dem Margarete hier dargestellt ist. Raffael erzielt eine auffällige Dynamik in diesem Gemälde. Das Maul des am Boden liegenden Drachen ist immer noch gefährlich weit geöffnet und vollführt im Sterben eine sich windende Bewegung, die in der Drehung der Margarete um ihre eigene Achse ihren Anfang nimmt. In ihrer Hand das Kruzifix, mit dessen Stab sie die Teufelsgestalt getötet hat, als Symbol für ihren strengen Glauben. Und auch die Beleuchtung, das ist besonders interessant, dass das Licht von oben kommt. Und deshalb sieht man keine Schatten, weil die Kraft ihres Glaubens dadurch betont wird. Und sogar der Körper des Drachens wirft keinen Schatten auf sie. Und sie steht hier als triumphierende Heilige im Mittelpunkt der Komposition. Ihr gnadenvoller Blick gepaart mit dem Heiligenschein lässt keinen Zweifel am religiösen Kontext. Dennoch zeigt Raffael sie in einem sehr sinnlichen Stil. Er betont ihre Weiblichkeit, lässt das blaue Gewand wie ein nasses Kleid an ihrem Körper anliegen. Dabei greift der italienische Maler auf die Skulpturendarstellung der Antike zurück, also einer Zeit, in der das Christentum noch 450 Jahre seiner Entstehung harrte. Das heißt, es ist, als ob eine antike Skulptur in die Realität des Christentums einfach übergegangen wäre. Und das ist das Besondere bei Raffael, weil es ist ihm gelungen, das antike Formengut in die Malerei umzusetzen und dieses Formengut auch mit christlichen Inhalten zu füllen. Das ist einer seiner großen Beiträge zur Geschichte der, nicht nur der Malerei, aber der Kunst im Allgemeinen. Das Tafelbild der heiligen Margarete war einmal im Besitz des venezianischen Patriziers und Prokurators Michiel Priuli. Wahrscheinlich aus einer finanziellen Not heraus musste er das Gemälde verkaufen. 10 Jahre später ging seine gesamte Sammlung an Erzherzog Leopold Wilhelm über. Der Verlust seiner Heiligen zerrüttete den Venezianer seelisch derart, dass ihm ein Weiterleben nicht mehr sinnvoll erschien. Der arme Mann verstarb infolge eines Treppensturzes im Palazzo Ducale, nachdem er angeblich über sein eigenes Gewand gestolpert war.